Ja, diese Show, die wir damals aufgezeichnet haben, war eine Spezialvorlesung für ein älteres Publikum, wo ich einmal so richtig Show-Effekte zeigen wollte. Physik ist immer dort, wo es blitzt, wo es clasht. Chemie ist dort, wo es raucht und brennt. Und ich habe beides so ein bisschen zusammengefasst und habe also geschaut, dass ich da ein paar Highlights bekomme. Und ich glaube, es sind einige spektakuläre Experimente dabei, die man sonst so noch nicht gesehen hat. Die also doch alle einen sehr ernsten physikalischen Hintergrund haben oder die natürlich auch die Chemie streifen. Ich mache seit circa 30 Jahren die Betreuung der Vorlesungen Experimentalphysik 1 und 2, habe also unter Professor Jäger jahrelang die ganzen Experimente aufgebaut und zum Funktionieren gebracht und habe auch in der gleichen Zeit Lehrer ausgebildet, Physiklehrer. Die haben also bei mir Kurse gemacht und mein Spezialgebiet sind also Demonstrationsexperimente und Freihandexperimente. Und sehr, sehr viele Physiklehrer, die also in der Steiermark ausgebildet worden sind, also in Graz, sind durch meine Kurse gegangen. Und für mich ist es eben ein Anliegen, dass in den Schulen und in der Bevölkerung so ein bisschen das Experimentieren auch gesehen wird. Und meine Lehrer müssen immer durch Freihandshows durch, wo sie mit einfachen Mitteln Physik zeigen. Das ist hier nicht der Fall. Das sind alles eher Hightech-Sachen, die man nicht so leicht im Freihandversuch machen kann. Ne? Aber ich möchte eben haben, dass die Öffentlichkeit schöne Physikexperimente sieht mit einem Hintergrund, also mit einer Erklärung. Das ist auch wichtig. Und das wird in diesen Kursen angeboten. Ja, das ist recht schwierig. Prinzipiell sterben zum Beispiel in Österreich jedes Jahr 5 Jugendliche, weil sie eine Oberleitung von einem Zug berühren. Und in meinen Vorlesungen zeige ich immer ein Video, wie ein Inder das tut und auf eine Oberleitung greift. Das ist ein sehr grausliches Video, weil der stirbt dann. Das heißt, diese ganzen Versuche, die ich hier zeige, sind sehr gefährlich und man muss wissen, was man tut. Ich als Physiker habe die Ausbildung, ich weiß, wann kann ich wo hingreifen, wann kann ich wo nicht hingreifen. Und wenn ich Explosionen mache, dann kann ich die so reduzieren, dass sie im Hörsaal zeigbar sind. Aber nur, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe und das ausgiebig vorher geübt habe. Das heißt also, es sind prinzipiell Versuche mit Strom lebensgefährlich. Es sind Versuche mit flüssigem Sauerstoff auch lebensgefährlich, weil flüssiger Sauerstoff also sehr reaktiv ist. Man wird dann sehen, die Stahlwolle, die brennt einfach so richtig auf. Und Gott sei Dank, man kommt nicht so leicht an flüssigen Sauerstoff heran. Also den kriegt nicht ein jeder. Da habe ich in meiner Position als Professor natürlich die Möglichkeit, dass ich den bekomme. Aber der normale Sterbliche kriegt den nicht. Und das Gleiche ist mit Chemikalien. Prinzipiell braucht man einen Giftschein, damit man Chemikalien beziehen kann. Und jeder normale Bürger auf der Straße sollte die Sachen so nicht bekommen. Beim Experimentieren muss man immer wissen, was tut man, was erwartet man. Und man sollte auch entsprechende Schutzmaßnahmen treffen. Das heißt, wenn ich einen Fettbrand mache, dann habe ich Lederhandschuhe an, dann habe ich einen Gesichtsschutz vor, dann habe ich feste Schuhe, nach Möglichkeit mit einer Stahlkappe und es steht immer in der Gegend 1 bis 2 Feuerlöscher noch herum als Backup. Das heißt also, man muss genau wissen, was tut man und gefährde ich mich oder andere. Und ich reduziere immer die Mengen so, dass es also zwar einen schönen Effekt gibt, aber nicht kritisch ist. Wenn man zu viel nimmt, dann kann man in die Luft fliegen. Also nachmachen ist nicht so einfach. Und einen Bleistift durch ein Brett schießen kann man auch nicht so leicht, weil man zu Hause einfach die Mittel nicht hat.